Am vergangenen Donnerstag sind Bienen in die Grundschule Scheidt eingezogen. Bildungsminister Klaus Kessler übergab 4 Bienenvölker für den Naturkundeunterricht. Die fleißigen Insekten finden ihren Platz direkt in den Klassenräumen. Imker Sänger, der das Projekt Bienen machen Schule betreut, hat dazu Spezialbienenkästen entwickelt, die im Klassenraum aufgestellt werden, aber nur einen Ausgang direkt nach draußen haben. Es besteht also keine Gefahr, dass die Kinder im Klassenraum gestochen werden. Der zweite Clou an den ungewöhnlichen Bienenwohnungen ist, dass die Tiere von 2 Seiten jederzeit von den Kindern beobachtet werden können. Eine Glasscheibe macht das sonst verborgene Leben der eifrigen Bestäuber und Honigsammler sichtbar.